Denise ist eine reiche Witwe. Ihr Hobby? Rennpferde. Einer meiner Favoriten. Es ist lange her, seit sie ihre beste Freundin Charlene gesehen hat. Die beiden haben viel zu besprechen. Schön, was? Ist mein neuer Deckhengst ein richtiger Kerl? Bitte? Oh ja. Für ihre Pferdezucht einen echten Hengst zu finden, ist kein Problem. Aber privat sieht es da weit trauriger aus. Mit Rob ist Schluss. Keine Chemie, hä? Hier, keine Kronjuwelen. Heißt? Er hatte wenig zu bieten. Ungefähr so viel. Ich brauche einen Kerl, der ordentlich was in der Hose hat. Manche Frauen brauchen einen Mann, der gut bestückt ist. Um es mal so zu sagen, wer Großes gewöhnt ist, der spürt bei kleiner gebauten Männern nichts. Denise hofft, Charlene könnte vielleicht einen solide gebauten Typen kennen. Mal beim Arzt gewesen. Da war ich. Er meinte, dass da unten ist eine gigantische Höhle. Da drin wachsen wahrscheinlich schon bunte Tropfsteine. Glaub mir, das sind unendliche Weiten. Ungewöhnliche Probleme erfordern ungewöhnliche Lösungen. Kennst du jemanden? Ernsthaft? Wie wär's mit deinem Deckhengster? Das ist illegal, total verboten. Naja. Denise weist den Vorschlag von sich. Obwohl, der Gedanke verspricht bei Lichte betrachtet eine schnelle Lösung. Ich weiß nicht. Oder? Sie hat es selbst gesehen. Ihr Hengst hat es schon so manchem Weibchen prächtig besorgt. Warum nicht auch ihr? Würde mir eine Frau erzählen, sie hätte die Fantasie, es mit einem Hengst zu treiben, ich würde ihr sagen, schöne Fantasie, aber bitte nicht ausprobieren, das überleben sie nicht. Wenn sich 1200 Kilo Pferd auf einen stürzen, will man nicht unten sein. Aber das Verlangen ist natürlich stärker als die Vernunft. Denise weiß, wo sie Mr. Big findet. Oh, Mama's here. Hier bin ich, Schatz. Denise schlüpft in die Box und macht sich bereit. Gut, Junge, zeig, was du kannst. Denise bekommt, wonach sie sich so lange gesehnt hat, und noch viel mehr. Mit einem Pferd Sex zu haben, ist keine gute Idee. Der Pferdepenis ist 60 cm lang. Da wird schnell die Gebärmutter verletzt und die ist gut durchblutet. Da kommt es rasch zu Blutungen, die am Ende tödlich sind. Denise wollte einmal im Leben etwas Ungewöhnliches erleben. Und das war's dann auch.